Zum Glück haben wir was zum Unterdrücken, weil unterdrückte Gegner sind dann doch etwas einfacher zu bekämpfen. Na, da kommt wieder eine Welle. Oh, wir haben was verloren. Und jetzt können wir gerade nicht richtig eingreifen. So, dich dahin. Da kommt wieder eine Angriffstruppe. Nein, nein, du sollst vorwärts fahren, bitte. Und da kommt schon... Oh Gott, da ist... Ah nee, das war noch kein Carnifex. Gott sei Dank. Und die da, die... blockieren lieber mein Portal, als dass sie angreifen. Auch gut. Oder sie kommen gleich doch nach. Jo, den verteidigen, bis die Flucht möglich ist. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr auf Zeit gehen, sondern auf Gegner. Oh, eine lila, eine Waffe. Und noch eine grüne Rüstung. Das ist sehr schön. Oh, das war's schon. Sehr viel Beute. Ja, und das letzte Geschenk der Alten als zusätzliche. Der Stab ist nett. Das Teil ist auch nett. Ilumzar-Verbesserung, das ist sehr nett. Sperrfeuerwiderstand plus 100%, das ist auch nicht schlecht. Und Schadenswiderstand. Nö. Wieder ein nutzloser Aspektstein, ehrlich gesagt. So, Ilumzar. Ronan kriegt sein Update. Upgrade. Er kriegt sein Upgrade. Sie kriegt ihr's. Kriegt auch gleichzeitig die neue Waffe. Kriegt auch die neue Rüstung, damit sie unsichtbar ist. Sperrfeuerwiderstand, Schadenswiderstand. Na komm, kriegst du das?
Geben wir ihm ruhig das hier. Da kriegt er ein besseres Gewehr. So, die beiden. Wobei, Veldoran, du kriegst, auch wenn ich dich nicht einsetze, den Speer. So. Das Ding auch wegwerfen. Und Armeeverbesserung. So, jetzt hat mein Ilumzar eigentlich nur noch eine einzelne Verbesserung, die er nicht kriegen wird. Was auch nicht so schlimm ist. Da kriegen die Banshees eine Verbesserung noch. Naja, die beiden Verbesserungen werde ich nicht mehr freischalten. Aber ist ja nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, da wir noch eine gute Viertelstunde Zeit haben, oder eine knappe Viertelstunde, gucken wir uns den optionalen Einsatz auch noch an. Brüder und Schwestern, die Schiffe der Menschen haben große Namen in diese Welt geschlagen. Manche davon tief genug, um das begrabene Weltenschiff zu streifen. Wir haben die Unendlichkeitsmatrix gefunden. Die Flammen sind sehr tief vorgedrungen und jeder Biodom, jeder Seelenstein, kein Geist hat aufgeflackert. Nicht einmal einer. Also haben wir auch die Kammer des Avatars ausfindig gemacht. Passend, wie ich meine, dass er dort unversehrt auf seinem Thron sitzt. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Alle sollen sich am Rohrportalknoten melden. Sobald wir ins Netz zurückgekehrt sind, werden wir den Kanal zum Weltenschiff einstürzen lassen und dieses Grab für die Ewigkeit verschließen. Caleth, der Kanal darf nicht einstürzen. Wenn die Avatar-Kammer noch intakt ist, könnte unsere Aufgabe auf Typhon noch von Wert sein. Ja, so können wir wohl den Avatar freischalten. So, entsenden wir so unsere Truppen. Das werden wir ja in einer Viertelstunde schaffen, weil ich glaube, viel mehr Zeitlimit haben wir auch nicht in der Mission. Ich glaube, ich habe die Mission auch immer so in 10 Minuten geschafft, aber das sind Eldar. Ihr wagt es, dieses Grab zu schänden. Ihr armseligen, seelenlosen Wilden. Na gut, wenn ihr unbedingt unsere Schreie hören wollt, dann werde ich euch mit dem Kreischen der Banshees zerfetzen. Mein Volk, schlachtet diese Bestien ab, lasst sie bluten und hackt sie in Stücke. Lasst sie nicht in die Nähe des Portals oder des Knotens. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Ja, viel mehr als eine Viertelstunde werden wir nicht haben. So, holt mal die da raus. Oh ja, wir sind immer noch blau. Also doch kein. Sind wir doch nicht, noch nicht zu Utwe gewechselt. Fällt mir jetzt gerade so auf. Wollen wir uns mal einen Klon. Jetzt machen wir das Warp-Portal platt. Wir werden es zerstören. Hol
Holen uns den Punkt, holen uns den Punkt. In den Händen der Elder. Es wäre weise, diesen Bogen anzunehmen. Dieses Objekt ist angekommen. Aber sind solche physischen Belastungsmöglichkeiten wirklich nicht. So, beschwören wir neue Warpspinnen jetzt, wo wir es können. So. Mein Phantomlord ist stärker als eurer. Ist er auch wirklich, dank des Upgrades. Noch ein Runenstein. Ja, ich könnte das schnell machen, indem ich einfach die ganze Zeit Warpspinnen rüberporte, die das Ding beschädigen, aber pff, nö. Außerdem hätte ich gerne mal einen Inumzeilen im Einsatz, wenn ich den jetzt schon freigeschaltet habe. So, dann können wir ja weiter marschieren. Ja, die gegnerischen Elder sind wirklich nicht gerade schwierige Gegner, muss ich sagen. Deswegen habe ich eigentlich auch immer gedacht, wenn ich jetzt hier eine Elder-Kampagne anfange, einfach aus Spaß, dass ich ziemlich abkacken würde. Aber scheinbar auf Normal ist jede Kampagne einfach. So. Da den Anforderungspunkt einnehmen. Ja, die Schorinkenkanone ist auch ziemlich schnell kaputt gegangen. Gut. Ein Elemzor, bitte. Es ist nicht sicher, aber ich werde durchhalten. Konzentrierter Strahl. So, das letzte Portal. Also ja, mit so einem konzentrierten Strahl ist der Inumzar recht böse. Kann ich vielleicht noch einen rufen? Nö. Spring mal dahin und nimm das ein. Ihr nehmt das hier ein. Dann holen wir uns vielleicht noch einen Nilumzar. So, noch ein Inumzar. Und von mir aus Phantomruinen. Der Schlag muss schnell sein. Feind der Weisheit.
So. Ich bin unterwegs. Das Ziel gehört mir. Du könntest eigentlich von hier aus ruhig schon mal da irgendwo hinfeuern. Deine Reichweite ist ja recht groß. Auszeichnung von Jane Tsar. Noch ein Elum Tsar Upgrade. Das ist gut. So, erstmal die Infanterie ausschalten. So, jetzt können wir das Teil zerstören. Moment. Turea? Ich bin es, Ronan. Wir kämpften zusammen auf Meridian. Ronan, du bist der Engelsschmiede entkommen? Kaelith, halte das Heer zurück. Erlaube mir, mit ihr zu sprechen. Autarchin Kaelith, die Prophezeiung hat uns gewarnt, dass du uns das antun würdest. Ich weiß. Wir folgen unserer eigenen Prophezeiung. Eine, die unerfüllt ein noch lebendes Weltenschiff ins Verderben schicken würde. Ronan, ist das wahr? Ist es. Ultwe ist in Gefahr. Indem wir das Monster erschlagen, das für diesen Exterminatus verantwortlich ist, können wir es vielleicht retten. Wir sind immer in Gefahr. Du, ich, sogar Runenprophetin Idranel hat deswegen immer auf den Fäden des Schicksals getanzt. Ronan, sie stirbt. Sie kann uns beim Beschützen von Ultwe nicht helfen. Nein, eine Banshee beschützt nicht. Eine Banshee tötet. Ich kämpfe nicht mehr für die Prophezeiung. Ich kämpfe jetzt für Vergeltung. Es ist nicht mehr viel Leben in mir. Tragt mich schnell zur Avatarkammer. Wir haben verstanden, junger König. Der junge König wurde geopfert, um den Avatar des Kane zu wecken. Wir werden dieses Opfer ehren. Turea. Du sollst deine Vergeltung haben. Jo. Das Weltenschiff wird unseren Sieg bejubeln. Jetzt haben wir ein laufendes, brennendes Monster. Wir haben den Avatar freigeschalten. Folgereinkarnation des Kriegs- und Mordgottes. Sehr schön. Sehr starke Nahkampfeinheit. Erweitert Trupps in der Nähe und macht sie resistent gegen Fernkampfschaden und immun gegen Unterdrückung. Ja. Und das hier. Oh. Verbessert Banshees. Das heißt, wenn wir das hier reinschmeißen, sind Banshees besser. Das Ding kann nur von Kaelith benutzt werden. Die hat allerdings eine schöne Nahkampfwaffe, also wird das gleich mal verbraucht. Können wir das auch weg? Ja, wir können das tatsächlich auch wegschmeißen. Hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt tun sollen. Aber ist halb so schlimm. Ja. Gut, damit haben wir jetzt alles abgedeckt, bis auf Cyrene, wo die letzten beiden Missionen auf uns warten. Wir haben es sogar geschafft, bis auf das letzte Upgrade vom Elum Tsar alles freizuschalten. Was auch mal was Interessantes ist. Ich wette, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, alles freizuschalten. Aber
Das werden wir nie erleben wahrscheinlich. Na gut. Ich werde jetzt hier erstmal wieder einen Cut machen und das Spiel beenden. Und dann in der nächsten Aufnahmesession kommt es zum großen Finale der Kampagne. Dann folgt natürlich wie immer noch ein Gefechtsvideo, wo ich die Elder dann spielen werde. Aber das kommt dann. Also, bis gleich.